Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Hagelshop-Adventskalender. Der ist frisch bei mir eingetroffen, den packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Der hat 24 Türchen und ich hoffe, ihr habt Lust. Dann bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich jetzt aber starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei diesen Kanal hier abonnieren. Das ist Adventskalender der 500. gefühlt, aber der ist immer gut jedes Jahr. Ich freue mich, wenn der rauskommt. Der ist riesengroß, bis jetzt meine ich so mit der größte, der hier angekommen ist. Deshalb habe ich meine Kamera ein bisschen weiter raus, damit ihr den mal sehen könnt. Also so sieht der aus. Der ist komplett aus Pappe. Der hat meistens so viele Haarpflegeprodukte mit drin. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. Der kostet 59 Euro. Ich verlinke ihn euch auch mal unten in die Infobox. Und ich rechne das jetzt auch gerade mal aus. 59 Euro geteilt durch 24 wären 2,46 Euro pro Türchen. Genau, und am Ende zeige ich euch auch wieder, was da alles drin war, nochmal auf einen Blick. Wir packen den jetzt mal aus. Ich habe euch jetzt nochmal ein Stückchen näher geholt, einfach damit ihr auch von den Produkten ein bisschen mehr seht. Wir starten ganz traditionell mit Türchen Nummer 1, wenn ich es finden würde. 1. Innen drin ist Pappe, das heißt, ihr könnt den so wie der ist auch entsorgen. Wir starten mit einem Produkt von Kerastase, das ist das Premier. Das ist ein Shampoo, ein Repairing-Shampoo für kaputtes Haar, 80 Milliliter. Ich mag den Hagelshop-Adventskalender, weil man da eben halt das ganze Jahr so ein bisschen auch Haarpflege ausprobieren kann. Also ich hebe mir die immer gern auf, nehme die mit ins Schwimmbad oder ja, teste die halt gern auch zu Hause mal. Türchen Nummer 2 hat drin diesen Smoothing Hero Conditioner. Das ist so eine Tiefenpflege in Sekunden. Das ist so ein Wasser sozusagen. Das kippt man sich in die Haare rein und das macht ganz weiche, geschmeidige Haare. Und ja, ein hydroaktives Haarfluid für sekundenschnelle Tiefenpflege. Das sind 50 Milliliter. Türchen Nummer 3 hat was von Goldwelt drin und zwar ein Haarspray mit Stärke 4. 75 Milliliter, so eine Reisegröße ist das. Oh ja, das finde ich auch gut. Kommt auch in meine Schwimmbadtasche. Übrigens packt die Claudi von Kanal Claudis Welt auch den Kalender aus. Da könnt ihr euch noch eine zweite Meinung holen. Die hat oft eine andere Meinung, wie ich sie habe. Und da könnt ihr euch einfach nochmal berieseln lassen. So, Türchen Nummer 4. Ah, hier ist eins meiner liebsten Haarprodukte drin. Und zwar haben wir hier das Redken Extreme Shampoo. Das ist so gut, wenn man kaputtes Haar hat. 75 Milliliter sind das. Da sind so Proteine mit drin. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist auch so ein Shampoo, was ich sehr gerne schon nachgekauft habe. Und ja, genau, finde ich super. Türchen Nummer 5. Ich hoffe, der Conditioner ist auch da drin. Hier haben wir dieses Marokkan Oil drin, Marokkan Oil Behandlung für alle Haartypen. Das ist dieses Öl eben, ne? Das packe ich jetzt auch nicht aus, 25 Milliliter, das kennt man ja, also ich glaube, die meisten von euch sollten das kennen. Das ist so ein sehr, also mit Arganöl, ein Arganöl ist das sozusagen. Das ist schon ganz gut, aber sehr reichhaltig. Ich würde sagen, das ist so ein Klassiker. Ich glaube, die haben viele Klassiker hier reingepackt. So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Was werden wir hier drin haben? Invisibobble haben wir hier, okay. Und zwar zwei Haarspangen, eine, also Barrette heißen die, metallfrei Allegria-Kollektion. Die sehen ganz süß aus, die sind so marmoriert, einmal mit Beige, einmal mit so einem Flieder. Ne? Also so, das machen die, glaube ich, auch immer so. Ich meine, da ist immer irgendwie ein Haargummi oder sowas drin. 7 hat Sebastian Dark Oil dieses Shampoo drin, das ist auch richtig gut. Das sind 50 Milliliter und das riecht immer schön. Ja, das riecht immer gut. So ein bisschen nach Kräutern. Ich mag das und das pflegt die Haare auch schön. Kennt man, glaube ich, aber auch. Ich glaube, die meisten haben das von euch auch schon mal irgendwie in der Box oder so mit drin gehabt. So, Tür Nummer 8. Ah, hier haben sie aber jetzt direkt auch den Conditioner mit reingepackt. Das ist mega, weil meistens hat man nur Shampoo oder Conditioner wo drin. Dann kann man das mal zusammen austesten. Also das ist eine sehr gute, hochpreisige Marke. Und das finde ich gut, dass da jetzt noch der Conditioner mit dabei ist. Türchen Nummer 9. Man sieht das wahrscheinlich gar nicht, aber... sonst ist die Kamera so weit weggestellt. Oh, es geht nicht raus. Hier haben wir Absolute Repair Molekular drin. Das ist ein Peptidbonder. Wie man den anwendet, weiß ich jetzt gerne. Das ist auch so ein Wasser irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das dann auch so drauf kippt. Keine Ahnung. Da muss man sich genau belesen. Das würde ich jetzt nicht einfach so verwenden. Ich weiß nicht, für welches Haarproblem
Haarzustand das geeignet ist. 75 Milliliter. In der Nummer 10 haben wir nochmal ein Haarspray drin. Ein schnell trocknendes Haarspray. Mistify Me Light. Micro Mist. Sprühe einfach mal so ein bisschen rein. Ah, das ist wirklich ganz fein. Ja, das ist ganz fein. Und ja, ist halt ein Haarspray. Ist jetzt keins, was irgendwie so verklebt oder so. Leichte Formel steht hier auch mit extra feinem Sprühnebel. Gut, finde ich schön. Sind 75 Milliliter. Brauchen wir aber, glaube ich, kein Haarspray mehr. Wir haben schon zwei. Türchen Nummer 11. Ja, das ist dieses Anti-Spliss-Serum für langes Haar von Alcina. Das ist auch wirklich cool. Also das ist ein schönes Haar, also ein schönes Serum für die Haare. Ja, das ist aber, glaube ich, jedes Jahr. Ich meine, das hatten wir hier schon mal zweimal mit drin. Ich weiß es nicht. 50 Milliliter. Und der Alcina Adventskalender steht übrigens auch hier. Den packe ich danach aus. Da ist das bestimmt auch wieder drin. Türchen Nummer 12. Die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Ich bin mal gespannt, was ihr schreibt. So, hier haben wir auch. Hier haben wir mal ein Produkt drin, was ich noch nicht kenne. Das finde ich toll. Und zwar ist das so in zwei Phasen. Leave-In-Filler. Das ist schön. Mit Trüffel. Pflanzlichen Trüffelkomplex. Mit Sojabohnen und Ginsengwurzel. Entwirrende Fillerbehandlung ohne Ausspülen für beschädigtes und strapaziertes Haar. Das finde ich mega, 100 Milliliter. Da würde ich jetzt schon sagen, das ist ein besonderes Produkt. Würde ich jetzt schon sagen, hatten wir, glaube ich, hier noch nicht drin. In der 13 ist was von der Marke Clint drin. Und zwar ein Repair Color Protect Shampoo, Revital Shampoo. Das ist ja toll. Mit pflanzlichem Keratin und Magnolienextrakt. Das klingt auch gut. Vielleicht haben wir ja noch den Conditioner dazu. Oh, riecht auch gut. Riecht sehr angenehm. Und Clint ist eine super Marke. Freue ich mich schon aufs Austesten. Türchen Nummer 14. Hier oben ein großes. Tangle-Teaser. Ja, den haben wir eigentlich auch immer mit drin. Meistens ist der ja in der 24. Ein Tangle-Teaser. Und zwar ein normaler, der für Glocken und für normales Haar geht. Also für glattes und normales Haar. Das ist so eine Tangle-Teaser-Bürste. Aber original. Das ist gut. Die originale ist nämlich am besten. So, die 15. 15 hat drin Botanical Repair, eine reparierende Bond Building Styling Creme. Die kenne ich auch noch nicht, von der Marke Aveda, 40 Milliliter. Das ist nicht so günstig, dieses Teil. Also der wird auch wieder einen guten Wert haben, der Kalender, wenn man das so rechnet. Und das ist schön, ne? Auch zum Verreisen oder so. Genau, Styling Creme. Kann man sich dann auch so ein bisschen in die Längen, in die Spitzen reingeben. So, super. Wo waren wir jetzt? 15. Jetzt kommen wir zur 16 hier oben. Pore Soft Matrix. Was ist das denn? Detangling Hydrating Conditioner für alle Haare von der Marke Matrix. Kenne ich gar nicht. Teste ich aber gern aus. Riecht jetzt auch erstmal nach nix. Sind 50 Milliliter mit Avocadoöl und Hyaluron. Auch gut. So, ein Conditioner geht meiner Meinung nach eh immer, weil, also ich brauche immer einen. So, hier haben wir jetzt was drin in der nächsten Tür, in der 17, von Authentic Beauty Concept. Das ist ein Cleanser für feines Haar, also ein Shampoo für kleines Haar. Hatte ich das nicht schon mal aufgebraucht und fand das nicht so gut? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das fand ich nicht so gut für meine Haare, meine ich. Auf jeden Fall sind das 50 Milliliter. Weil hier steht ja drauf, extra für feines Haar. Und ich meine, das war nichts gewesen. Ich kann mich aber auch täuschen. So, die 18. Ultimate Repair. Das ist, habe ich noch drauf gewartet. Das ist eine Haarmaske. Und zwar 75 Milliliter. Auch wieder für kaputtes Haar. Repariert, stärkt und macht weiche Haare. Genau. Klettet. So. Mit AHA und Omega 9. Größe ist ganz gut. Das sind nämlich 75 Milliliter. So, jetzt kommt schon die 19. Wo ist denn die 19? Hier unten. Die 19 hat einen Nagellack drin, wie jedes Jahr. Und zwar von OPI. Ich glaube, das spricht man so aus. Das ist so ein Nude-Ton. Also, das ist die Farbe. Ja. NLA15. Dulce de Leche. Ja, das ist so ein. Da ist so ein ganz feiner Schimmer mit drin. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner Nagellackton. Ja, und die Lacke, die sind ja auch wirklich gut. Also die sind echt, echt gut. Ja, weiß ich nicht. Nagellack geht auch. Türchen Nummer 20. Die goldene Mitte. Hier haben wir von Aveda die Mineral Hand Cream drin. 40 Milliliter. Aveda ist eine super Marke. Die haben ja auch so Meeresmineralien und sowas, meine ich, mit drin. Genau. Nee, totes Meerwasser ist hier mit drin. Genau, 40 Milliliter. Keine so günstige Marke. Finde ich auch gut. So, die 21. Von NYX haben wir hier ein Produkt drin, was ich nicht kenne. Das ist das Le Shampooing High Shine Shampoo mit Fermentation.
fermentiertem pinken Kamillenöl. Glanzshampoo aus rosa Kamelie. Schön, ne? Finde ich interessant. 50 Milliliter. Riecht bestimmt auch so gut. Diese Nyx-Sachen, die riechen immer ganz toll. Man riecht jetzt nichts, ne? Aber ich denke, das wird gut duften. Sowas lieben wir doch. Oder Produkte, die wir noch nicht kennen, einfach mal in einem Kalender ausprobieren. Finde ich immer gut. Jetzt kommt die 22. Hier haben wir jetzt was von Schwarzkopf. Bonacur Repair Rescue Sealed Ends. Also das ist ein... ich glaube, das ist so für so ein Spitzenserum, genau, für geschädigtes Haar. Da ist natürlich gut 30 Milliliter, da kann man ordentlich austesten, also das hält auf jeden Fall etwas länger. Gut, so, Türchen Nummer 23. Keinem Haar-Adventskalender darf dieses Revlon Equaf fehlen. Das ist ein Micro Instant Detangling Conditioner, ja, das sind 50 Milliliter, so ein Sprühconditioner eben auch für die Haare. Ja, das ist so ein Zwei-Phasen-Ding, muss man vorher schütteln. Ich finde es ganz gut für die Haare, aber das ist langweilig, war schon 100-mal überall drin. Ist aber schön, ne? Also es ist schön für die Reise. So, jetzt widmen wir uns der 24. Das ist ein großes, langes Türchen. Was haben wir hier? Oh, das ist eine tolle 24, Leute. GHD, ein Hitzeschutzspray. Und zwar, das mag ich sehr gerne, das habe ich in der kleinen Reisegröße. Das ist echt gut. War ich letztens noch am Überlegen, ob ich mir das in klein nochmal nachbestelle. Aber ich habe es jetzt schon in einem Kalender drin gehabt. So. Und das ist wirklich super, da freue ich mich extrem drüber, weil das ist echt gut. Und Hitzeschutz ist so, so wichtig. Also das ist wirklich so das oberste Gebot, wenn ihr eure Haare mit Hitze behandelt, Hitzeschutz, finde ich auf jeden Fall. Und da freue ich mich mega drüber. 120 Milliliter. Ihr Lieben, das war der Hagelshop Adventskalender 2024. Was sagt ihr zum Inhalt? Ich werde euch jetzt mal meine ehrliche Meinung dazu sagen. Also es ist so, beim Hagelshop Kalender weiß man jedes Jahr, was man kriegt. Also es sind immer Haarpflegeprodukte drin, verschiedene Conditioner, Haarkur, dies, das. Also es ist immer so, dass es eigentlich schon auch dieselben Marken sind, die hier drin sind. Deshalb, man weiß so, was auf einen zukommt. Dennoch ist es ein Kalender, der schön ist, weil er praktisch ist. Für mich zumindest, weil ich dadurch viele Haarprodukte einfach mal ausprobieren kann. Es sind andere Marken wie letztes Jahr zum Teil mit bei, wie dieses Previa von Klintmann Shampoo oder sowas, dann auch von Nyx das. Also ich finde, es ist ein schöner Haar-Adventskalender. Der kostet auch nur, muss man überlegen, 60 Euro. Und dafür hat man wirklich schöne Sachen drin, wenn man auf Haarpflegeprodukte steht und da ein bisschen was ausprobieren möchte. Wir haben Detangler mit drin, diese Invisibobbles, ein Nagellack und ansonsten sind das, glaube ich, alles Haarpflegeprodukte, ja, und eine Handcreme. Aber also ich persönlich kann nur für mich sprechen, finde den Kalender immer schön und solide. Man weiß, was man bekommt, man hat Haarpflegeprodukte und das sind halt so Teile, die nehme ich mir mit ins Schwimmbad und teste die halt dann einfach da aus, wenn ich mir meine Haare wasche dort und dann, die kann man mitnehmen auf die Reise. Das ist einfach ideal, um die Sachen halt auch mal zu testen und da lernt man vielleicht auch die ein oder andere Marke kennen. Nee, also ich kann sagen, der Kalender ist eigentlich in der Regel ein bisschen langweilig, aber der ist gut und nützlich. Und ich fand die 24 sehr schön. Also ich muss sagen, dieses Jahr gefällt er mir richtig gut, weil halt das auch ein Wunschprodukt von mir war, was auf meiner Wunschliste stand, was ich schon die ganze Zeit kaufen wollte, in groß mal. Und ja, ich habe zwar Hitzeschutz, aber den finde ich total gut. Ich finde, der riecht schön und alles. Ja. Also ich finde den Kalender gut. Ich kann euch den weiterhin empfehlen, wenn ihr jetzt denkt, so naja, nur Haarpflegeprodukte, das ist halt der Hagelshop, gell? Hagelshop hat Haarpflegeprodukte. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung, was ihr dazu denkt. Einige von diesen Produkten wandern vielleicht auch bei euch mal mit in die Verlosung, wie zum Beispiel das Marokkan-Oil. Ich habe eins, das ist ewig und 3 Tage offen, das geht niemals leer. Das ist ein Produkt, was nie leer gehen wird. Der Nagellack wird mal mit bei euch reinwandern und die Sachen, die ich halt schon kenne, gell? Genau, und jetzt würde ich mich bei euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart, ihr Lieben. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Christmas memories.